Hallo zusammen, hallo Freunde. Ja, das letzte Bild, ich habe gesagt, es wird verrückt. Ist aber auch nicht der Burner geworden. Ihr seht es jetzt einfach mal getrocknet. Cool. Ja, ich habe noch Kommentare, noch keine gelesen, aber von Bekannten schon erfahren. Musik schrecklich und so weiter. Egal, muss auch mal sein. Ich werde das Bild jetzt nochmal überziehen, aber anders. Ich habe das schon mal mit Harz gemacht, mit Spraydose zusätzlich. Das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren mit Acryl. Und dann testen wir das jetzt einfach mal. noch kurz hier das getrocknete Bild, das andere. Ich weiß gar nicht, worum es war. So, egal. So schlecht nicht geworden. Metallic-Farben, Metallic kommt nicht richtig raus. Aber cool selber fand ich jetzt eigentlich, oder immer noch, richtig cool. Okay, lasst uns starten. Mal wieder was Gescheites machen, auf gut Schwäbisch gesagt. Dann bis gleich. So Freunde, das Bild habe ich ganz normal schwarz Vinylkleber und zwar ist das diesmal ein ganz komischer Name, Lampenschwarz von Amsterdam. Ohne Silikon, ohne was. Ich habe natürlich unten drunter etwas Silikon noch wahrscheinlich vom vorigen Bild, aber jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt hier Metallicfarben und zwar Karibikblau. Hab hier, was ist das, muss ich schauen nochmal, ein ganz normales Metallic Rot und dieser Chromeffekt und natürlich wichtig, wenn ihr sowas macht, Maske aufziehen. Das mache ich jetzt auch, die Maske aufziehen, darum werde ich nicht viel reden, ihr versteht mich sonst eh nicht schlecht oder eh schlecht. Dann lasst uns starten. Also ich fange mit dem Chrom an. Das Karibikblau. Okay.
Also mit dem Silikon funktioniert nicht, weil es zu dick ist. Dann nehme ich einfach wieder Alkohol, 99,9%.
So, Freunde, das passiert. Ich habe beide Fenster aufgemacht und jetzt ist mir hier die Lampe drauf gefallen. Weil wir so einen Sturm gerade draußen haben, ich könnte ja schon wieder, na, ihr wisst, was ich meine. Aber gut, lasst uns anschauen trotzdem. Ich schmeiße euch jetzt mal hier rum. Ich habe jetzt das Fenster wieder zugemacht. Ich zeige es euch jetzt einfach trotzdem, das Video. So, da ist richtig abgeplatzt hier. Da natürlich auch, da hat es alles hochgeschoben. Also hat es richtig alles hochgeschoben. Die ganze Haut hat es verzogen jetzt. Ihr seht es hier. Diese Wellen. Da hat es mir die ganze obere Schicht, weil die klebt ja doch schon ziemlich zusammen. Okay, aber ich finde, der Versuch war so schlecht nicht. Auch dieser Farbschimmer im Prinzip dann durch das Chrom-Effekt, muss ich dazu sagen, mit dem blauen Rot. Ja gut, ich würde es einfach nochmal neu machen, also ein anderes Bild. Und dann teste ich das auch nochmal. Ich werde vielleicht von vorne rein Silikon reinmachen am Anfang, also in das Schwarz zum Beispiel. Dann kommt dieser Effekt auch noch, weil diese von der Spraydose, diese Haut, die trocknet ziemlich schnell, also bildet eine Hautschicht. Ja, da ist auch aufgerissen jetzt. Okay. Wollte es euch aber trotzdem zeigen, weil ich es ganz originell finde. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.